Schön, dass ihr dabei seid bei einer erleuchtenden Folge. Die dritte jetzt. Und wir schalten Miss das Licht Good, an, der Schalter wenn's hat keinen geht. Strom. Der ganze Block ist dunkel. Vielleicht kann ich von der Feuerleiter aus irgendwas sehen. Okay, aber sei vorsichtig. Von hier aus kommt man niemals zum Transformator. Außer man ist super klebrig. Noch andere Gebäude dunkel? Leute auf dem Dach. Ich kann da nicht drauf. Ja, betrifft den ganzen Block. Roxons Reaktor soll endlich kommen. Hoffentlich sieht mich hier oben niemand. Keine Ahnung. Roxons Grund. Nicht aus dem Fenster sehen, nicht aus dem Fenster sehen. Ob Miles draußen was machen kann? Hoffentlich. Die Warmhalteplatten können das Weihnachtsessen auch nicht retten. Bioelektrizität hilft gegen Rhino. Aber rettet sie das Weihnachtsessen? Nein, die Heizung läuft auch nicht. Los, hat geklappt. Oh Mann, das Licht ist hell. Daran habe ich nicht gedacht. Ich muss so schnell wie möglich rein. Sie weiter ab, Genki. Komm schon, Genki. Ist Miles noch draußen? Moment! Oh. Wie wär's mit einem Foto? Was jetzt? Ja, naja, schöne Momente soll man festhalten. Warten wir nicht auf Miles? Nein, er hasst Fotos. Okay, alle nah zusammen. Spaghetti! Tolles Foto, tolles Foto. Oh, hey, Miles! Oh. Wer hat Hunger? Setzt euch schon hin. Ich mach das. Riecht gut. Finn, erzähl uns doch mal, was du so machst. Bist du immer noch im Robotikclub? Das nicht mehr. Aber ich studiere Biotech in meiner Freizeit. Nerd. Ah, sagt der Typ, der immer mit Krawatte zur Schule geht. Hey, immer nur dienstags. Arbeitet dein Bruder Rick noch bei Roxxon? Ich weiß wirklich nicht, wie irgendwer nach ihrer letzten Wahlwerbung noch da arbeiten kann. Die hat Simon Krieger echt schwer getroffen. Oh, da fällt mir ein. Genki, du kennst dich doch mit den sozialen Medien aus. Kannst du für die Kundgebung morgen Werbung machen? Ja, um Mitternacht wissen es alle. Manchmal glaube ich, Simon Krieger selbst ist mein Gegner. Roxxon hat hier so viel Einfluss, aber sie hören leider nur auf ihre Aktionäre. Harlem braucht jemanden, der für das Viertel kämpft. Das ist Mams Wahlredestimme, falls dir das nicht klar ist. Wollen Sie das lesen, bevor ich es poste? Ja, noch nicht abschicken. Also, was ist mit dir los? Was meinst du? Du wirkst irgendwie abwesend. Willst du darüber reden? Nicht heute. Es ist Weihnachten. Hey, wie kommst du mit eurem Umzug zurecht? Ach, ist schon okay. Ach, du hast es. Nee. Das ist deine "Ich hasse es, aber ich sag's nicht" Stimme. Nein, ich kenne hier halt niemanden und ich muss dauernd Leute nach dem Weg fragen. Wichtig ist ein gutes Restaurant. Und ein Friseur. Und ein Platz für Basketball. Hey, das wird schon. Wollen wir uns morgen vielleicht mal treffen? Ich meine, nur wir beide? Musst du nicht lernen? Es sind Winterferien. Die Hausaufgaben verschiebe ich einfach auf nächste Woche. Okay,
Ich schreib dir. Das Date steht. Ich mein, kein Date. Naja, ein Freundedate. Immer noch genauso wortgewandt wie früher. Miles! Bist du wach? Nein. Okay, ich habe an einer App für deinen neuen Anzug gearbeitet. Der hat ein total irres OS. Sowas kannte ich gar nicht. Aber ich hab's durch einen Disassembler gejagt, um an die Plugin-Architektur zu kommen und... Du bist wieder eingeschlafen, oder? Miles! Bin wach. Die Kompilierung ist gleich fertig. Danke. Bereit für meine neue App? Ja, Mann. Dann mal los. Hab Zugriff auf die Analysedaten. Machen wir einen Testlauf. Okay. Ich sehe alles, was du siehst. Wie kommt's, dass du nicht dauernd kotzen musst? Ganz viel Übung. Wie kommen wir zur App? Ach, links hier schon. Willkommen bei Freundliche Nachbarschaft 1.0. Damit können New Yorker Hilfe anfordern und aktuelle Verbrechen melden. Schickes Menü. Danke. Oh, da! Jemand bittet um Hilfe. Die Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe jetzt zur U-Bahn-Station. Oh, wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Puh, er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App? Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch, direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Ja, da merkt man halt wieder, dass das Spiel eine andere Storyline hat als die Filme oder die Comics. Der... Ah, ich will jetzt nicht spoilern. Die Sensoren. So. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin?
in diesen Raum rein. Ups. Oh. Hey! Selber hey! Irgendetwas stört die Signalrelais. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Natürlich wieder Sammelaufgaben. Underground-Kiste. Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Schade, dass die Finisher immer recht wenig aussehen. Wow. Aber das wird sich sicherlich auch noch ändern. Jetzt haben wir so Walle. Okay, ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ah, ich habe noch Fertigkeitenpunkte, die wollte ich noch verteilen. Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Rockstar die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Rockstar? Ja, die U-Bahn sollen Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen.
Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye. Sollte nützlich sein. Okay, ja, das mit den Kisten einsammeln ist wenigstens nicht so schwer. Machbar. Mal gefunden. Das ist die nächste. Der Underground hat es unbemerkt hier aufgeschafft. Holodrohne. Was sind wir hier? Das ist die Schwerkraft. Die Schwerkraftfälle. Ja, auch so ein ähnliches Gerät. Gab's schon beim ersten Teil. Da fehlen mir Aktivitätsmarken. Okay. Ich bin beeindruckt. Aber nach links wischen geht jetzt nicht. Das App kann ich nicht einsetzen. Na gut, einfach mal zum nächsten Punkt hin. Der Rest wird sich schon ergeben. Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagte, schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann! Ich muss sie auseinandertreiben. Was war das denn? Eso me gustó. Die ersten Schleichangriffe. Ich anschau mich nicht an. Ich könnte Piets Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren.
Okay, ich muss jetzt aber markiert haben. So. Beeilung, bevor die Cops hier sind! Glaubst du, der Plan funktioniert? Wenn nicht, denkt sich Tinkerer eben was Neues aus. Da ist was dran. Mann, was dauert da so lange? Erzählen wir es Tinkerer, wenn wir zurück sind. Wenn das sein muss, besser zu werden. Ja. Einer weniger. Was ist denn los mit dem Ding? Mixer ausgeschaltet. Ist schön kalt hier. Es wird dauern, bis diese Züge wieder fahren. Hier ist jemand. Wer Feuerwehr sieht, sagt Bescheid. Hey, Julio, hörst du mich? Hallo? Geh mal jemand darüber. Ja, ja, ich gehe. Ich bin schon auf dem Weg. Das war's. Gesehen. Hey, ich brauche Hilfe! So, noch zwei Stück. Und noch ein. Dann schlaf mal gut. Oh, da sind welche nachgekommen. Oder habe ich die einfach nur übersehen? Wahrscheinlich habe ich die nicht markiert gehabt. Nimm dich vor Spinnen in Acht. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. Okay, wo soll er denn hin? Fast geschafft. Jetzt muss ich vor den Zug. Nein, der
Der Zug muss unten bleiben. Von Miles, Netz aufs Getriebe. Los, ist gut. Jetzt zu den anderen. Jetzt. Okay. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferung und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder was? Ich werde ihn per Hand ziehen müssen. Per Hand ziehen, aber muss man die nicht zusammenziehen? Ich bin am Weg. Okay, warte mal. Zieh ich den erstmal weg? Ich sollte von vorne ziehen, in der Nähe des Tunnels. Einer noch. So, jetzt ziehe ich den wieder zur Seite und ziehe den Zug drauf. Und drehe wieder. Genau so. Hat geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Stroh. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Ja, jetzt kommt es mit den Verbinden. Davis. Pünktlich als die Deutsche Bahn. Hier leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Kiste. Das braucht der Underground nicht. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Wie, oh, die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Ah, der Junge ist ja nur im Stress. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Na toll. Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen. Gut, aber bevor wir ankommen, beende ich die Folge. Bis dann. Ciao, ciao.